So, servus Freunde, herzlich willkommen zurück hier zu Delete. Och nö. Warum speichert das Spiel nicht, da ich dich schon gekloppt habe? Das ist jetzt ärgerlich. Muss ich die nochmal kloppen? Also hallo und herzlich willkommen zurück auf jeden Fall zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Der fällt ins Wasser, das ist gut. So, wo war der andere? Hier. Aua. Warte mal, ich muss mal Daruk ausstellen. Es ergibt gerade gar keinen Sinn, dass der die ganze Zeit aktiviert ist. So. Ich will mal ein paar Pfeile sammeln. Mit dem Holzschild soll es ja ganz gut gehen. Wenn er treffen würde. So. Ja, komm doch mal. Was nehmen wir da? Nehmen wir einen normalen Pfeil, oder? Batsch. So. Kümmere mich jetzt auch nicht großartig um ihn. Wir gehen jetzt weiter in Richtung dieses komischen Gebildes. Und da ist eine Kiste im Boden. Aha. Und ihr denkt, ich sehe das nicht, oder wie? Ein Opal. Na gut, immerhin, ne? Och, jetzt hier schon wieder, ey. Shit. Bogen ist zerbrochen. Nicht gut. Ja, nehmen wir mal den Holzbogen für den Moment. So, hier gibt es Zitterlinge. Das ist gut. Denn dann gibt es hier vielleicht auch Zitterflügler oder wie die heißen. Also die... ne, ihr wisst, was ich meine. Oh, was haben wir denn da? Hier sind nämlich prompt schon Libellen und wir brauchen so eine Libelle, die elektrische Eigenschaften hat. Für den einen Krog auf dem Dekobaum. Guck mal, ob das hier vielleicht sogar so eine ist. Frostibelle. Okay. Mist. Schöner Treffer. Der hat doch gesessen jetzt. Ja, die anderen wurden alarmiert, aber es scheint sie nicht sehr zu interessieren. So, ist der jetzt hier runtergefallen? Offenbar nicht. Drüben ist auch noch irgend so ein Vorsprung. Müssen wir mal gucken. Wir gehen jetzt hier erstmal hoch und räumen hier mal so ein bisschen auf. Würde ich doch mal sagen. Und ich ziehe mal meinen Bockblin-Kopf wieder an. Eventuell sind hier Bockblins. Ja, klingt so. Ich hoffe, es sind nur Bockblins. Aber es funktioniert natürlich auch nur bei Bockblins. Wenn da jetzt ein Moblin dabei ist oder ein Exalfoss, dann haben wir wieder ein Problem. Da oben ist der Turm. Da wollen wir schlussendlich hingehen. So, okay. Du greifst mich nicht an. Weil du dir nicht sicher bist, ob ich einer von euch bin. Und hier ist auch nochmal ein Bockblin. Also wie gesagt, Bockblins sind ja okay. Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier die Kiste plündere, dann wissen sie, dass ich... Oh, nicht mal. Okay. Gut. Also, die sind schon ziemlich doof, muss man sagen. Aber okay, nehmen wir so mit. So, was haben wir jetzt hier? Irgendwie nichts so wirklich. Ach du Kacke. So, und hier ist noch ein Eingang. Aha, aha. Au. Dumme Sau. Stachelmoblanze haben wir doch schon mal fotografiert, oder? Ja. Okay, so, hier ist ein Stein. Das könnte ein metallerner Stein sein. So ist es auch. Jetzt frage ich mich gerade, für was der da ist. Der scheint nichts zu verstecken. Das heißt, wahrscheinlich brauchen wir ihn nochmal irgendwo. Vermutlich für einen Krog oder so, ne? Gehe ich mal von aus. Vermutlich?
Keine Ahnung. Tja. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Könnte sein, dass hier irgendwo ein Krog versteckt ist. Ende des Weges, Stall der Schlucht. Erst zu uns, dann in die Wüste. Okay. Na, wenn das so ist, dann machen wir das. Ich habe keine Ahnung, wofür dieser Stein war, ne? Bin ich ein bisschen überfragt, aber gut. Wir gehen erstmal weiter. Und gehen in Richtung Stall der Schlucht. Rechts ist der Turm, da wollen wir hin. So, wo war denn jetzt hier dieser Schrein? Hier war doch irgendwo der Schrein noch. Den müssen wir jetzt natürlich auch noch finden. Ganz wichtig. Und wir müssten mal das Kletterset komplett bekommen. Irgendwo müssten noch Handschuhe oder sowas. Oder was brauchen wir? Nee, die Handschuhe Hammer. Wir bräuchten noch Schuhe oder eine Hose oder sowas. Keine Ahnung, wo man es herkriegt. Ehrlich gesagt. Da müssen wir nochmal gucken. So, ich hoffe, es klappt. Oh oh. Ich glaube, ich habe da ein bisschen zu viel gepusht. Ah, nein. Uff, na gut. Dann halt nochmal. Achso, jetzt können wir auch Daruks Schirm wieder aktivieren. So. Das ist so spannend. Nicht lol. Boah, bloß nicht nach unten sehen, ey. Ist ja schrecklich. So, gleich haben wir es aber geschafft. Und, so, jetzt ist nur die Frage, wo denn dieser Schrein war. Den hat man auch die ganze Zeit gesehen irgendwo. Da vorne ist er. Ach, und hier ist ein Krog-Rätsel. So viel steht ja mal fest. Interessantes Gebilde hier. Diese komischen Stege, die hier in den Fels gehauen wurden. So, und das Ding müsste eigentlich da drauf. Genau. Sehr schön. Wieder ein Krog. Njip, njip. Hier unten haben wir noch ein paar Monster. Okay, der Doppelschlag hat nicht geklappt. Bams, Junge. Einfach Bams gemacht. Shit. Sehr gut. So wollte ich das haben. Noch 3 Bockblins leben. Meint ihr, es ist zu spät, die Bockblin-Maske anzuziehen? Nö, ne? Ja, ein bisschen Zeug mit hier. Ja, das ist aber so eine. Okay, das heißt, wir verzwiebeln uns jetzt einfach mal und lassen die vielleicht nochmal einschlafen. Ich hoffe, dass das klappt. Dann kommt er jetzt hinterher gekrochen da. Okay, jetzt hat er offenbar das Interesse verloren und geht zurück. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Und da legen sich die beiden wieder pennen.
Dürfte also dementsprechend ein ganz einfaches Anliegen werden hier. Und ciao. Und ciao. Und das war's. Okay. Das war also wirklich jetzt nicht die schwerste Übung. Das haben wir ganz gut hinbekommen. Sehr schön. Dann schauen wir mal, was hier in der Kiste drin ist. Ein Ritterschild. Eieiei, Stärke 40. Schild der Ritter von Hyrule. Dank seines robusten Metalls auch für große Schlachten geeignet, aber wegen des hohen Gewichts kein Schild für Anfänger. Naja, Anfänger sind wir ja schon lange nicht mehr, oder? Sehr cool. Also, haben wir jetzt einen richtig geilen Schild gefunden. Ja, haben wir noch nicht gefunden bislang. Ritterschild. Sieht auch episch aus mit dem Triforce drauf und so. Sehr, sehr nice. So, und jetzt gehen wir aber zum Schrein, dass wir ihn in dieser Folge auf jeden Fall noch hinbekommen. Das wäre schön. So, gucken wir mal. Zacki, zacki. Nein. Wie wär's damit? Wie wär's mit nein? Ich finde, nein ist eine gute Antwort. Yin-Yo-Schrein. Okay, den machen wir jetzt. Bin mal gespannt, was hier wieder auf uns warten wird. Ob es wieder was Schwieriges, was Kniffliges wird. Oder vielleicht auch wieder was ganz Entspanntes, was wir 0, nichts durch haben. Wir werden sehen. Oh je. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Yin-Yo. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Ruhe und Bewegung. Okay, ich glaube, den Spockblin-Outfit brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Okay, wir haben hier ein Förderband. Wir haben hier eine Tür, die geschlossen ist. Und wir müssen offenbar diesen Ball da unten reinbekommen. Sollte jetzt nicht die schwerste Aufgabe sein. Glaube ich. Ah, vielleicht täusche ich mich da auch. Das war gut. Oh, jetzt ist der Bogen kaputt, natürlich genau in dem Moment. Und? Das war zu gut, ne? Ja. Uiuiui. Ui, ui. Okay, man muss das also auch noch genau timen. Aber ich glaube, die Herangehensweise ist schon okay. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es anders gehen soll. Weil Metallen sind, Metallen sind die ja nicht. So, dann probieren wir es mal mit 2 Pfeilen. Ist auch zu viel. Das heißt, 1 Pfeil reicht offenbar schon aus. Dann halt 1 Pfeil. Ja, das sieht gut aus. Wir verlieren hier richtig viele Pfeile dadurch, aber okay. Das ist es wert, denke ich mal. Alles klar, weiter geht's. Okay. Wieder eine Tür. Wieder ein Loch. Ach du Scheiße. Diesmal allerdings auch Roboter, die hier rauskommen. Ich hoffe, dass nicht unendlich viele Roboter hier rauskommen, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, dass ein neuer Ball kommen wird. Ja, sieht so aus. Sehr schön. Boah, ist das langsam. Gibt es das Förderband auch in schnell? Schnarch. Und das passt. Jawohl. Sehr schön. Da britzelt irgendwas. Irgendein Laserstrahl oder so.
Na, mal gucken, was ist jetzt hier los? Okay, da ist schon mal eine Truhe auf jeden Fall. Hier ist ein Ball. Diesmal müssen wir hier wohl langlaufen, wie es aussieht. Wir können aber auch diese Laserstrahlteile lahmlegen. Das geht auch. Wow, wow, das war knapp. Sehr gut, gib her. Holen wir uns schon mal diese Truhe hier. Ein Opal. Naja, immerhin. Besser als nichts. Ja, gut. Dann holen wir mal die Kugel, ne? So schwer, glaube ich, ist das jetzt gar nicht. Glaube ich. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ich meine, man kann jetzt hier mit Stasis-Modul arbeiten. Das geht. Aber man kann natürlich auch diese Blöcke sich zunutze machen. Nein, 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 nein. Alter. Ultimativ knapp. So, jetzt frage ich mich gerade, wenn die Kiste hier steht, dann bringt das gar nichts. Okay. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall den Laserstrahl erstmal unschädlich machen. Und dafür müssen wir das richtige Modul natürlich auswählen. Ja, nee, den müssen wir jetzt erstmal mitnehmen. So. Den nehmen wir jetzt erstmal mit. Werfen den Ball nach vorne. Machen jetzt das Modul, ne, hier Dings aus. Hoffen, dass es reicht, was es tut. Sehr gut. Oh, ne. Ah, Mist. Komm, komm, komm. Okay, alles klar. Jetzt laufen wir hier ganz entspannt. Warten auf den nächsten Stein, der uns diesen Laser hier blockiert. Das ist jetzt der Fall. Nice. Und dann haben wir den Ball hier hingebracht. Easy going. Easy going. Aber ein cooler Schrein auf jeden Fall. Gefällt mir gut. So, Frage. Okay, Truhensymbol ist schon da. Das heißt, wir haben die eine Bonustruhe gefunden und mehr gibt es hier in dem Schrein nicht. Und da gibt es das Zeichen der Bewährung. Alles klar, nice. Schöner kleiner Schrein. Nicht allzu kompliziert, nicht allzu schwierig, aber nett. Auf jeden Fall. Und wir sind ohne Zweifel der auserwählte Held. Ganz klar. So, drei Zeichen der Bewährung. Hammer. Ein weiteres fehlt uns noch, dann können wir ein weiteres Herz erbieten, sozusagen. Joa. Und das war's dann auch schon wieder von dieser Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, wir kommen nicht so ultra schnell voran, aber es ist halt auch dem Spiel geschuldet, ne? Es ist halt dann doch ein sehr, sehr weitläufiges Spiel, wo du halt einfach ultra viel erkunden kannst und auch musst. Ja, und dementsprechend tun wir uns halt hier ein bisschen schwer. So richtig durchwaschen will man ja dann auch nicht. Aber wir wollen ja hier auch schon ein bisschen was erleben und ein bisschen was sehen. Dementsprechend, ja, wie gesagt, wollen wir hier auch nicht komplett durchwaschen. Ist ja logisch. So, was habe ich mir da eigentlich mit dem Stern markiert? Bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Vielleicht diesen Totenkopf, das kann sein. Vielleicht. Weiß es nicht. Wir gehen noch mal einen Schritt oder ein paar Schritte weiter. Da unten tollen wieder ein paar Bockblins rum. Hier ist eine sehr interessante Brückenkonstruktion aus echtem Fels. No, sage ich dazu nur. Greift er mich jetzt trotzdem an? Geht doch. Meine Güte. Oder? Oder geht's nicht?
Mist. So. Clown Down, Luxuswild. Ein so edles Stück Wild erhält man meist nur von größeren Beutetieren. Geschmack sowie Textur sind von höchster Güte und lassen sich zu exquisiten Gerichten verarbeiten. Das hatten wir noch nicht. Können wir das fotografieren? Nee, ne? Nee, sowas konnte man nicht fotografieren. Aber okay, haben wir das auch mal gefunden. Ja, und hier gibt es halt noch ganz interessante Wege hier. Über diese Holzpfade, aber wir laufen jetzt einfach mal den ganz normalen Weg entlang, würde ich sagen. Hier sind ja irgendwelche Libellen, die wir gerade verschrecken, aber es müssen auch Frostlibellen sein. Schade, ich habe gedacht, weil es hier so viele Zitterlinge gibt, dass wir hier vielleicht auch die dementsprechenden Libellen finden. Okay. Aber dem ist so nicht. Nun gut. Oh, wen haben wir denn da? Ach, hier ist doch ein guter Platz für eine Rast, oder? Zuki! Hätte nicht gedacht, jemanden zu treffen. Vielleicht ist mir das Glück ja zur Abwechslung mal hold. Ich bin ein Reisender wie du. Monster haben mich angegriffen. Dabei ist mein Partner, soll heißen mein Pferd, durchgegangen. Und seitdem sitze ich hier fest. Mit einem Pferd könnte ich meine Reise fortsetzen. Du als Reisender verstehst das doch sicher. Wenn du also ein Pferd findest, würdest du es mir für 100 Rubine verkaufen? Ach, was soll der Geiz? Sagen wir 300. Können wir machen. Danke im Voraus. Das Pferd darf aber nicht zu groß sein. Bring mir bitte eins in Normalgroße. Okay. Okay. Ja, wie gesagt, können wir gerne machen. Also wenn wir zufällig mal hier vorbeikommen und ein Pferd haben, das wir nicht brauchen, dann kann er das gerne haben. Tja, und dann würde ich sagen, machen wir hier ein Folgenpäuschen, oder? Link sieht einfach so richtig sexy aus in seinem Outfit. Wobei ich gerade merke, dass wir noch das falsche Outfit haben. Jetzt! Ah! Mega! Ja, das war's von der heutigen Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Das würde mich freuen. In der nächsten Folge schauen wir dann, was es hier noch gibt in diesen komischen Canyon, Wüsten, was weiß ich, was für Auen das hier sind. Und wir müssen wahrscheinlich früher oder später auf den Berg hinauf, weil der Turm, den wir entdeckt haben, der schien dann doch sehr weit oben zu sein. Und wir sind ja auch gerade sehr an der Grenze dieses Gebiets, was ich eigentlich gar nicht sein wollte. Aber ich habe ja momentan keine großartige Wahl. Wir gucken mal, wo der Weg uns hinführt. Und dann, ja, müssen wir halt zur Not den Weg mal verlassen und irgendwie die Berge hochklettern oder was weiß ich. Ja, und mit Zuki, unserem neu gewonnenen Freund, beenden wir mal die Folge. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bis zum nächsten Mal und ciao.